Heute haben wir ein neues Video. Nein, nee, warte mal, muss ich kurz überlegen. Ja, kommt mit rein ins Video. Kommt mit rein. Okay. Heute das erste Zwischenfazit der Saison von uns als Bremern, aber auch von unserem Gast. Den seht ihr gleich nach der Begrüßung. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Renico. Ja Leute, wie gerade schon vor der Begrüßung angekündigt, haben wir heute einen Gast dabei. Wir schauen heute speziell auf zwei Vereine und ziehen so ein erstes kleines Zwischenfazit. Natürlich einmal das sehr interessante Thema für uns als Bremer, für uns selber. Wie stehen wir bis jetzt? Was ist so passiert? Sind wir damit zufrieden? Können wir damit zufrieden sein? Und wir haben noch einen Verein, einen Gast eingeladen. Ihr müsst euch vorstellen, einfach, ja, wie umschreibt man ihn am besten? Vin Diesel und The Rock, so eine Mischung so daraus. Wunderschöne Haare, benutzt neuerdings mein Haarspray. Darf sich gerne mal vorstellen. Jetzt, also, stell dich gerne vor. Ja, danke dir, Nico, danke dir. Ja, ich bin Kesti, wer mich noch nicht kennt. Ich mache Content über Schalke 04. Ja, mit den passenden Haaren auf jeden Fall. Finde ich auf jeden Fall stark, deine Ankündigung. Mach Schalke 04 Content, jeden Tag Livestreams, jeden Tag spreche ich mit meiner Community über Schalke 04 und ja, jeden Tag Video und Livestream. Jo. Der Kästi hat die 3000 Abonnenten erreicht. Dazu erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Hat er auch vorhin schon mal bei Instagram gratuliert. Und ja, heute kommen wir aber zu einem, ja, eigentlich nicht ganz so tollen Thema, muss man ja schon eigentlich sagen, also auf beider Seiten. Einerseits, andererseits muss man auch sagen, aus Bremer Sicht bist du irgendwo noch ein Stück weit mehr zufrieden, dass andere Vereine wie auch Schalke, nicht böse gemeint, so strugglen. Verstehst du, was ich meine? Also, das ist ja nicht zu erwarten, dass da direkt drei Vereine so strugglen. Mainz ist ja auch komplett mittendrin. Gut, jetzt auch, dass wir nochmal gegen die gewonnen haben. Eigentlich auch gut für euch, fällt mir mal gerade so ein, wir nehmen Abstand, ne? Wir haben das große Glück dieses Jahr, dass wir echt Vereine unten mit drin haben, die auch einfach gar nichts auf die Kette bekommen. Und ich meine, guck dir an, Schalke 04 hat jetzt 4 Punkte, das ist einfach mal gar nichts. Und Mainz 05 und Köln, die sind immer noch nicht weit entfernt. Arminia. Ansonsten Bielefeld in erster Linie, genau. Und ja, ich sag mal, selbst Werder Bremen ist ja noch irgendwo in Reichweite. Wir haben ja noch nicht mal die Hälfte der Saison um. Ja. Aber dafür muss man aber auch Punkte holen und das macht Schalke im Moment nicht. Gar nicht. Und, ich muss auch sagen, ich zähle ja mal die Punkte bis zum 16. Das ist für mich am interessantesten, den Abstand auf dem 16. halt auszubauen. Ne? Auf dem 16. Okay. Ist gerade Arminia und da haben wir 4 Punkte nur Abstand. Das ist natürlich jetzt wirklich nicht die Welt, ne? Jetzt zu Schalke haben wir 10 Punkte voraus, aber wie du auch gerade schon gesagt hast, wir haben ja die Hinrunde noch gar nicht fertig. Es sind ja noch 4 Spiele. So, jetzt stell mal vor, Bremen struggelt jetzt dreimal, auf gut Deutsch, ne? Und Schalke macht das dreimal, dann bedeuten dir diese 10 Punkte auch gar nichts mehr, ne? Was ich gerade noch sagen wollte ist, ich weiß gar nicht, ihr seid ja, darüber hatten wir ja schon gesprochen gehabt. Wir haben ja relativ früh auch gegeneinander gespielt. Aber wie... War klar, dass das noch erwähnt werden muss jetzt hier. Also, wollte ich nur mal beiläufig erwähnen. Ist ja klar. Ich meine, ist ja logisch. Ja. Aber... danke an dieser Stelle nochmal an Niklas Füllkrug. Ah, super Typ. wie zufrieden warst du denn mit der ersten Begegnung? War natürlich direkt gegen Bayern. Ne? War direkt gegen Bayern. So. Und sowohl ihr als auch wir haben ja eine Klatsche bekommen. Klar, auf eine andere Art und Weise, aber beide haben eine Klatsche bekommen. Was hast du dir da damals gedacht? Nach der verpatzten Rückrunde eigentlich schon, ne? So, das war ja die Sommerpause und dann, ja. Also ich habe ja gestern schon mal einen Jahresrückblick auch auf meinem Kanal gemacht und habe mir mal so angeschaut, wie die letzten Spiele in der Hinrunde schon gemacht haben. Und wir haben gegen Borussia Dortmund, gegen Leipzig und gegen Bayern München haben wir jeweils mindestens 4 Tore immer gekriegt, ohne selber ein Tor zu schießen. Insofern habe ich gedacht, ach du Scheiße, das waren jetzt schon 8. Und das war
Seien wir ehrlich, das ist HSV-Niveau, was wir da abgeliefert haben. Und das war einfach gar nichts. Und ich habe mir sehr viel mehr vor dem Spiel noch erhofft. Also ich habe noch zumindest damit gerechnet, dass wir uns halbwegs gut präsentieren. Aber das hat, glaube ich, jedem Schalker so echt die rosa Brille von den Augen weggenommen. Also ich habe vor der Saison auch noch gesagt, dass wir es schaffen, Siebter zu werden. Insofern weiß ich mittlerweile besser Bescheid Da sind ja noch über den Spiele offen, Leistungsstand der ne? Mannschaft. Also du weißt ja, immer dran Genau. glauben, ist das wichtig. Aber bei mir war es eigentlich ähnlich von dem Gedanken her, was du gedacht hast. Denn wir haben ja gegen Hertha verloren und bei uns war das nächste Spiel Schalke. Und dann war halt für mich auch automatisch dieses, boah, Schalke hat eine blöde Rückrunde gespielt. Klar, wir auch. Wir waren ja noch viel schlimmer, wir waren ja auch komplett in der Relegation unten mit drin. Aber dann war es schon so, oh, die kriegen 8 Dinger gegen Bayern. Entweder ist Bayern jetzt so ultimativ krass die Saison und haut die alle so weg. Vor allem war ja da dieser Hype um Sané auch noch riesig. Oder Schalke ist einfach komplett lost. So, also komplett gar nicht da. Und dann haben wir gegen Schalke gespielt. Und diese Gegenwehr, dieses kämpferische, die Laufbereitschaft, die Leidenschaft, diese Eckdaten, die haben ja schon gefehlt. Da hatten wir ja noch drüber gesprochen gehabt. Ausblick, also auch für die Leute, die es mal interessiert, so ältere Videos nochmal zu schauen. Wir hatten unser erstes Video von Kerstin und mir gemeinsam war der Ausblick auf Schalke Bremen halt. Und ja, was soll man sagen, ne? Das hat ja so viel gefehlt. Und da dachte ich wirklich, A, gegen Berlin war das bei uns aber ein Ausrutscher. Also das war, ne, blöd in die Saison, aber jetzt, ja. Ja. Also ich habe auch, so wie du es auch gesagt hast, ich habe auch ehrlich gesagt auch gedacht, okay, jetzt kommt Werder Bremen, das ist ja Not gegen Elend im Endeffekt zum Anfang der Saison wirklich gewesen. Und wenn wir irgendwo Punkte holen wollen in den ersten Spielen, weil wir haben direkt zu Anfang gegen Bayern, gegen Dortmund, gegen Leipzig innerhalb der ersten 5 Spiele gespielt, ja, dann doch wohl gegen Werder Bremen. Und dann gab es so eine traurige Leistung gegen Werder Bremen. Wir haben uns ja gar nicht gewehrt, gar nicht. Der Einzige, der sich damals noch so ein bisschen gewehrt hatte, war, glaube ich, Ibisevic, der ja mittlerweile auch nicht mehr auf Schalke ist, dem das auch zu viel geworden ist, offensichtlich. Und ja, da kam einfach gar nichts. Und dann hat es nachher 3-1 geschellt, auf jeden Fall. Und ja, so ist es nachher gelaufen, auf jeden Fall. Aber ich meine, danach habt ihr ja doch auch noch den einen oder anderen Punkt erst noch wieder geholt, ne? Also ihr standet doch zwischendurch gar nicht mal so schlecht eigentlich da, oder? Also jetzt mal so, klar, jetzt die einen werden drüber lachen, die anderen wissen auch, wie es war. Wir haben ja danach direkt gegen Bielefeld auch noch einen Dreier geholt. Also es waren dann 6 Punkte aus 3 Spieltagen, war wirklich in Ordnung. Da hatten wir ein Testspiel gegen Pauli, dazu hatte ich auch noch ein Livestream gehabt, da war viel Rotation und alles dabei, ist ja auch klar, alles war gut. Aber trotzdem, auch das Testspiel 4-1 gewonnen. Und dann kam diese Serie von Unentschieden. 1-1 gegen Freiburg, 1-1 Hoffenheim, 1-1 Frankfurt, 1-1 Köln, 1-1 Bayern. Wobei gegen Bayern man sich jetzt nicht so beschwert hat. Aber Fakt ist einfach, nehmen wir das Bayern-Spiel mal raus, es waren zu viele Unentschieden. Klar, du hast keine Punkte abgegeben, aber gegen Köln alleine, die von Anfang an, von der ersten Minute an gesagt haben, wir spielen kein Fußball. Das war so. Wir spielen kein Fußball, wir stellen uns nur hinten rein, wir schießen die Bälle raus, hoffen, dass da vielleicht irgendwann einer steht, was ja dann auch sogar so war, also war ja dann komplett verrückt. Aber mit 20% Ballbesitz und eigentlich einer gefühlten Null-Zweikampfquote musst du dieses Spiel gewinnen. Und dann ist auch egal, ob eine Mannschaft sagt, ja, wir stellen uns jetzt nur hinten rein und man sagt, ja, die haben da alles dicht gemacht. Es war einfach, da musst du Lösungen finden. Ne? Wenn du so viel Unentschieden spielst, dann musst du da auch gerade, weil das ist ein Direkt, Köln, man sieht es auch jetzt in der Tabelle, ist ein direkter Konkurrent. Da musst du Lösungen finden, diesen Dreier holen. Allein der alleine hätte schon was ausgemacht. Aber ja, dann haben sich ja viele beschwert, dass Kofeld nicht so auf volle Offensive gegangen ist, da mehr Druck reingebracht hat. Gegen Bayern waren dann wieder alle zufrieden damit. Da haben wir praktisch ähnlich gespielt wie Köln gegen uns. Also haben wir uns ja eigentlich hinten, aber wir haben die Konter auch wirklich gut gespielt. Und dann kam dieses, ja, wir müssen offensiver werden, wir müssen dann am Ende auch mal auf 3 Punkte gehen. Haben wir gegen Wolfsburg gemacht, 5-3 verloren. Das mal bis hier.
Ja. Und wie ging es bei euch weiter nach Bremen? Der Baum wurde entlassen, meine Voraussage übrigens, ne? Und Ergebnis. Ah, Ergebnis hatte ich auch richtig. Ich habe Wagner. 3-1 getippt. Ja. Genau, Wagner wurde entlassen, genau. Ja. Wagner, ja, das ist schon Nummer 4 jetzt. Der Groß. Das ist schon Ja, Nummer 4 ja. jetzt diese Saison. Sympathisch. Ja, hast recht gehabt auf jeden Fall. Wagner ist entlassen worden. Hast du wirklich so gesagt? Stimmt, Ja. genau. Hast du genau so vorhergesehen. Und ja, dann kam ja unser Manuel Baum. Der ist, ja, ich sag mal, möglichst schnell. Also kam es mir zumindest gefühlt vor, es musste einfach nur relativ schnell jemand gefunden werden und schnell installiert werden, damit schnell wieder Ruhe ist auf Schalke. Hat dann ja auch funktioniert. Also Manuel Baum kam dann ja relativ schnell, war vorher U18 Nationaltrainer, glaube ich. Und ja, dann ging es halt. Also Manuel Baum hat immer gesagt, Schalke 04, das ist wie mit einer Ketchup-Flasche. Ja, da muss man ganz langsam draufklopfen und dann irgendwann kommt der Ketchup raus. So, ich weiß nicht, ob du dich noch Ja. daran erinnern kannst. Und das hat er auch gemacht. Also er hat wirklich kleine Dinge, kleine Stellschrauben hat er gedreht und sodass die Mannschaft mittlerweile meiner Meinung nach aber auch nur minimal tatsächlich besser geworden ist. Du merkst, dass einige Spieler jetzt mehr schon begriffen haben, worum es geht. Das heißt, ein Suat Serdar, Benito Raman zum Beispiel, der kommt auch so langsam. Ein Salif Sané, der kommt auch so langsam. Und damals als Baum gestartet ist, war es eigentlich nur Marc Uth, der was gerallt hatte. Und ja, so mittlerweile werden es wieder mehr Spieler. Aber Manuel Baum hat es einfach nicht drehen können, weil bei der Mannschaft, da musst du wirklich mit der Brechstange offensichtlich arbeiten, damit die verstehen, worum es geht. Der ist Und dazu ja, ruhig führen, genau. Und ne? dann ging es halt bei uns so weiter, dass wir gegen Union unentschieden gespielt haben, zum Beispiel gegen Mainz auch. Das sind auch Spiele, die wir hätten gewinnen müssen eigentlich, wo wir Punkte hätten holen müssen. Andere Spiele haben wir komplett völlig versagt, also gegen Freiburg zum Beispiel, gegen Bielefeld. Ja, Und Bielefeld war nicht. ja, so stehen wir jetzt da, wo wir stehen. Aber ich muss auch da sagen, man sieht es immer wieder, jetzt nicht nur in dem Beispiel jetzt auf Schalke, sondern allgemein. Das ist auch das, was ich letztens in dem Livestream angesprochen hatte. Es ist nicht immer nur dieses, der Trainer oder der Trainer greift nicht mehr auf die Mannschaft, sondern diese Connection nicht mehr. Huub Stevens kam, ja klar, also ich will jetzt überhaupt nicht bei Stevens sagen, ne, irgendwie den kritisieren oder so. Er hatte einen Tag Zeit bis zum nächsten Spiel, ne? Aber es ist so, dass von außen dieser Druck immer kommt, es kommt ein neuer Trainer, dann ist dieses Trainerphänomen, das erste Spiel gewinnst du. So, das ist halt extrem oft schon passiert. Gibt natürlich auch Ausnahmen, wo es nicht passiert. Aber auch da, auch ein Stevens kam neu in die Mannschaft. Natürlich, wie gesagt, kann der nicht viel verändern in dieser kurzen Zeit, in dieser minimal kurzen Zeit. Aber trotzdem kam kein Dreier gegen Bielefeld. Und Bielefeld ist ja wirklich eigentlich keine Mannschaft, wo du dich mit messen solltest, sondern das ist direkter Konkurrenz. Da musst du die 3 Punkte holen, um da unten rauszukommen. Ne? Und das, worauf ich das Ganze beziehen will, ist halt da jetzt in dem Fall auch auf Werder, weil viele dann auch manchmal sagen, ja, da musst du den Kofeld raus und stellst da irgendeinen neuen rein, der am besten gar nichts mit Werder zu tun hat. Zum einen finde ich gut, dass wir Trainer haben, die sich mit dem Verein identifizieren können, also die auch zu dem Verein stehen, vielleicht eine Vergangenheit mit dem Verein hatten, finde ich immer cool. Bei den Finanzen, da gerne auch jemand von außerhalb haben, der nicht in die Familie so reingehört, weil Finanzen können gerne Diplomaten machen, ne? Aber auf dem Platz als Trainer, da sage ich ganz, ganz ehrlich, wenn du einen Trainer hast, an dem du festhältst und den du aufbaust, dann kann er auch die Mannschaft immer wieder richtig greifen und weiß, was er da zu packen hat. Die Mannschaft muss das halt dann nur halt auch umsetzen. Siehe Christian Streich, ne? Hier, Absolut. Freiburg, ja. Und wie gesagt, Florian Kohfeldt mittlerweile auch, ne? Zweitlängste Amtszeit. Ich frage mich immer noch, wie Kohfeldt das immer schafft, sich noch von der Schippe zu Ja. retten. Aber er schafft es immer wieder. Vor allem. Stand ja auch schon einige Male kurz davor. Ja, auch. Also ich glaube, dieses kurz davor kam auch immer mehr von außen als intern. Also das glaube ich schon. Ich glaube, dass intern, dass der Druck noch nicht so krass da war wie von außen. Baumann hat ihm da viel den Rücken freigehalten. So fair kann man sein.
Aber man muss auch sagen, das ist ja auch dieses Verblüffende an manchen Fans immer. Wie gesagt, wir haben ja viermal unentschieden gespielt dann. Und verlieren dann, beziehungsweise gegen Bayern unentschieden gespielt. Alle sagen, boah, du musst da total zufrieden sein und super. Und dann erklärst du den Leuten eigentlich, ey Jungs, hört mal, jetzt kommen aber Wolfsburg, die oben mit drin stehen, Stuttgart, die wirklich als Aufsteiger nicht schlecht in die Saison gestartet sind, Leipzig, Dortmund. So. Und dann sagst du denen, wenn wir da dann weniger Punkte haben, dann sind wir unten wieder mit drin. Und dann musst du schon gegen Mainz gewinnen. Was passiert? Wir verlieren gegen Wolfsburg, wir verlieren gegen Stuttgart, wir verlieren gegen Leipzig, wir verlieren gegen Dortmund. Und alle sagen, ja, Kofeld raus. Das war auch vorher klar, dass das schwierige Spiele werden. Und wir sind bei keinem der Spiele untergegangen. Wir haben 2-1 verloren, 2-0, 2-1, 5-3 und gegen Wolfsburg, mal ehrlich, das 5-3, da muss man auch sagen, da können wir auch gerne 4-3 sagen, weil nach dem 4-3 hat Bremen mit zwei Abwehrspielern gespielt und alles nach vorne geschmissen. Also hopp oder top, sowas lobe ich. Also das würde ich nicht kritisieren. Ne? Das lobe ich, wenn man dann sagt, ey, wir versuchen jetzt nochmal. Weißt du? Entweder du schaffst oder halt nicht. Ne? Ja. Also wie gesagt, eure Probleme möchte ich im Moment haben. ja gut, ja, habe ich gesagt. Ja. Nee, ich kann es aber nachvollziehen, warum die Fans jetzt teilweise wieder unruhiger werden und auch wieder seinen Rauswurf fordern. So funktioniert der Fußball einfach. Wie gesagt, ist egal, gegen wen du verlierst, du hast halt verloren. Ja. Das ist das, was nachher auf der Uhr steht. Und ja, klar kann man das irgendwie noch versuchen, rational, sachlich zu begründen, aber irgendwann wird das Emotionale übernimmt einfach und dann entscheidet nicht mehr der Kopf, sondern dann irgendwann will man einfach, dass der Schmerz aufhört, sagen wir es mal so. Ich meine, ich glaube, es gibt wenige Fans oder auch Leute, die gerade den Schmerz auf Schalke so nachvollziehen können wie wir, weil wir kamen ja gerade da raus. Also wir haben es ja letzte Saison miterlebt bis zum letzten Spieltag der Relegation und da muss man auch sein, da kannst du ja Mann sein, wie viel du willst. Also beim letzten Relegationstag hing ich ja auch mit Tränen und weiß ich nicht und dachte mir, kann nicht wahr sein. Ne? Mhm. Aber es ist am Ende gut gegangen und ich glaube, da ist dann halt auch diese Angst, du willst nicht nochmal dahin. Also du willst das nicht nochmal durchleben und genau deshalb kann ich zum Beispiel jetzt dich auch da so gut nachvollziehen und weiß, wie das ist. Ne? Wenn man da unten so mit drin steht und man denkt sich jede Woche, ja, es sind 3 Punkte bis zum nächsten. Ja, es sind 4 Punkte bis zum nächsten. Es sind 6 Punkte bis zum 16. Ne? Du zählst ja dann irgendwann mit und irgendwann ist es dann auch so, gut, jetzt müssen wir aber auch irgendwann erstmal einfach gewinnen. Dann sind die Punkte schon, das ist gar nicht mehr im Kopf. Das ist einfach nur dieses, du musst anfangen zu gewinnen, sonst bringt dir alles nichts, ne? Ist so. Ist das so. Ist halt, also wir können ja, wir haben natürlich jetzt einen langen Talk zur aktuellen Saison gemacht. Da seht ihr auch, wie sehr einem das alles so beschäftigt oder auch uns in dem Fall so beschäftigt. Wir können zum Abschluss eine Sache noch sagen. Und zwar, das sind jetzt alle Spiele gegen die, also die jetzt schon waren. Beim Kesti gleich gibt es den Ausblick. Also was kommt noch, was kann man noch erwarten? Deswegen habe ich zum Beispiel auch den Kesti nicht gefragt, was er jetzt denkt mit dem neuen Trainer, was geht oder so. Das sind natürlich Fragen, die offen sind. Aber da müsst ihr rübergehen zum Kesti und ihn unbedingt gratulieren zu den 3000 Abonnenten. Ganz wichtig. Und ich würde sagen, wir machen noch eine Sache auf lustig. Bewerte mal in Schulnoten 1 bis 6. Wie zufrieden bist du mit der aktuellen Saison? Stand jetzt. Und wir gucken am Ende der Saison uns dieses Video nochmal an. Und dann sagen wir, ach, siehst du, du Fuchs. Ah, ne? Also ich sag erstmal, 3 plus zu unserer Saison. Ne? Und damit Abschiedsworte an Kesti und natürlich auch gerne die Benotung. Was kann ich jetzt anderes als eine 6 geben? 4 Punkte, Mann. 4 Punkte. Wir sind, ganz ehrlich, wir haben ja noch ein gewisses Selbstverständnis. Wir sind Schalke 04 und wir gehören da unten einfach nicht rein. Ich denke mal, das wirst du Ende letzter Saison dann wahrscheinlich auch ähnlich bewertet haben. Also ganz ehrlich, da kann ich nur eine 6 geben, wirklich. Aber nichtsdestotrotz, danke dir auf jeden Fall, dass ich hier auch dabei sein durfte. Und wie gesagt, es geht ja gleich noch weiter in dem anderen Video. Und schöne Grüße auch an deine Community. Ich bin ja auch ab und zu mal dabei. Schau mal ab und zu in deine Streams rein. Und einige Zuschauer teilen wir ja mittlerweile sogar schon. Und deswegen
Danke dafür auf jeden Fall. Und dir persönlich nochmal danke, Nico. Ja, weil wir, ich sag mal, wir machen ja wirklich ähnlichen Content, nicht nur ähnlichen Content, wir sind auch mittlerweile ähnlich groß und haben viel Spaß da mittlerweile auch hier auf YouTube und ja, auf dass das immer so Auf weitergeht. jeden Fall. Und mit diesen warmen Genau. Worten, bis gleich bei Cassie.